Duell um die Welt kenne ich natürlich. Wer kennt Duell um die Welt nicht? Ich kann mich ganz genau daran erinnern, ich saß im Office gegenüber von meiner Managerin und sie so, du hast gerade eine E-Mail bekommen von Joko. Würdest du denn bei Duell um die Welt mitmachen? Oh mein Gott. Und dann habe ich das meinem Freund Markus erzählt und er so, why the fuck would you do that? Ich dachte, Duell um die Welt ist halt so eine Sendung, da macht jeder mit. Und Joko habe ich echt in mein Herz geschlossen. Ich mache alles für Joko. Und dann habe ich zugesagt. Stefanie Giesinger ist eine der wenigen, die bei Germany's Next Topmodel gewonnen hat und was draus gemacht hat. Die ist wahrscheinlich bekannter als wir beide zusammen. Die hat bei Instagram 4 Millionen Follower. Da bist du prominenter als Gott, mächtiger als die Bundeskanzlerin und reicher als Kim Kardashian. Ich bin wirklich gespannt, was Klaas sich hier ausgedacht hat. Dann wollte ich mein Team zusammensuchen und normalerweise muss man dann immer die Leute zwingen, ne, weil immer keiner Bock hat, da irgendwo mit hinzufahren. Da haben sich geprügelt darum, wer da mitmachen darf. Willkommen zur Matt. Ich bin auch drauf gekommen, wieso? Ich bin @BennyBenny bei Instagram. Ja. Weil die probiert haben, durch den Kontakt zu Stefanie Giesinger ihre eigenen Insta-Profile hochzupetern. Ja. @BennyBenny. Das ist Benjamin Harnisch eigentlich. Ja. Hallo, ich bin Yannick, das bin ich auf Instagram. Ja. Hi. Genau. Hi. Wie heißt ihr auf Instagram? Yannick, das bin ich, das steht halt hier in meiner Kappe. Auf Stefanie, ihr seinen Nacken. Wollen die da hier wollte der da noch ein bisschen abgreifen? Yannick, ist das mit eins oder wird das nur weil. Nee, warte ganz kurz. Ich werde total in die Schublade gesteckt. Ey, mach mal ein Selfie. Kannst du mal bitte hier Instagram? Das ist mein Instagram-Name. Und ich denke mir so, euer Ernst. Wir können einpacken. Unsere eigenen Mitarbeiter sind bald berühmter als wir. Macht ihr das immer so? Ja, das ist wirklich nee, nur, weil wirklich, ich auf so Instagram unterwegs bin. Die verstehen einfach, wie es funktioniert. Und wir, die alten Opis, ey, wir sitzen da und zählen jeden Follower und sind über jeden, der irgendwie dazukommt, happy. Und die machen einfach so Insta-Gold-Digger-mäßig sich an Stefanie Giesinger ran. Das von denen auch frech, dass die da nur ihren eigenen Stiefel da durchdrücken. Was soll das? Also, die können doch mal Late Night Berlin Pullover anziehen oder mal uns mal vertecken. Das ist ein gutes Fotomotiv eigentlich, so ein Kaffee vom Matterhorn. Ist das okay für dich, wenn du den draußen so auf der Straße schlürfst? Die vergessen hier auch, wer die jahrelang gefüttert hat und bis sie da hingekommen sind. Ihr seid richtige Schweine. Ah, ich wusste einfach nicht, wie ich reagieren soll. Also habe ich einfach mitgespielt. Da kommt einer mit 4 Millionen Followern um die Ecke und wir sind Luft für die. Ja, das ist einfach, da kann ich nie mit umgehen. Da sind wir nicht cool genug dann wieder. Nee. Mama und Papa sind dann egal auf einmal. Ja. Ne? Okay, was ist jetzt eigentlich meine Aufgabe? Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt nicht meine einzige Aufgabe ist, hier ein bisschen Instagram zu filmen. Das kann Klaas ja selbst mit seinen paar tausend Followern. Warum bin ich hier? Was wird passieren? So, wir hätten hier ein Paket von Hyper Umlauf. Dankeschön, vielen Dank. Das Paket war riesig und ich wollte sofort hin und es aufmachen und endlich erfahren, was ist die Challenge? Balance Yaga Grip. Okay. @BennyBenny bei Instagram. @BennyBenny. Sorry. Ja. Das ist richtig geil. Jetzt guck, wie subtil er das macht. Ne? Wo bin ich hier gelandet? Wieso? Okay. Das Paket, das sah schon sehr edel aus und hat sich auch echt hochwertig angefühlt. Und was war drin? Wow! Schuhe. Okay, ich gehe Skifahren. Auf den ersten Blick dachte ich, Skischuhe. Ach du Scheiße, sind die schwer. Auf den zweiten Blick dachte ich, what the hell? Die Schuhe waren abnormal schwer. Was ist das? Sah aus wie so eine Schiene und diese gelben Kabel da dran. Das ist eigentlich von so einer, von einer Bohrmaschine, oder? Das sind doch Akkus von einer Bohrmaschine. Und dann auf jeden Fall diese Box mit diesem Schalter dran. Irgendwas mit einem Auslöser. Und da fing mein Herz eigentlich schon an zu pochen. Also eins ist klar, die muss ich anziehen. Aber in dem Karton war natürlich auch noch ein Brief für mich. Flex, Flex, Stefanie, na? Was cruncht. Genau so reden junge Menschen. Genau so, Klaas. Wie du weißt, bin ich immer am neuesten Drip interessiert. Deswegen habe ich mir die freshesten Sneaker der Welt bestellt. Innovative Funktionsschuhe direkt vom Schweizer Erfinder. Allerdings vertraue ich dem Typen nicht so ganz. Deswegen musst du die abenteuerlichen Treter für mich testen. Alles Weitere erklärte der Entwickler am besten gleich selbst. Das Team bringt dich hin. Dein Hypebeast, Klaas.
Dann hat mir das Team gesagt, zieh die Schuhe an und dann erst können wir los. Euer Ernst? Let's go. Wirklich? Ja. Also habe ich diese Schuhe angezogen, diese Klötze. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach diesem komischen Schweizer Erfinder. So, wo ist jetzt dieser geniale Erfinder? Ich habe mich gefühlt wie ein Kasper. Bisschen schneller vielleicht. Ich kann nicht schneller. Die waren mir eh viel zu klein. Ab der ersten Sekunde hatte ich Blasen. Hi. Die Leute denken, ich habe eine Bombe umgeschnallt. @BennyBenny bei Instagram. War jetzt nicht besonders geil, mit denen rumzulaufen. War auf jeden Fall eine Herausforderung. Ich musste dann auch so einen Berg hoch mit den Schuhen, weil das richtig anstrengend. Und dann war da eigentlich nur so ein komisches Häuschen, sah eher aus wie ein Stall. Hallo? Hallo? Oh. So good to see you again, so my little you. Babies. Aha, das war also der Erfinder. Hi, I'm Stephanie. What's your name? Who are you? I am Urs Gethurt. Er hat dann einen auf crazy Erfinder gemacht. You're the guinea pig who's going to be testing my shoes. Guinea pig? Was soll das denn jetzt heißen? Let's go, come on. Sure, I can't really walk. Okay, it's like that's how I help you. Und habe echt angefangen, so darüber nachzudenken. Oh God, I'm dying. Warum er diese Schuhe erfunden hat. Was haben diese Schuhe? Gedulde dich, du wirst schon sehen. Wozu sind sie gut? Guck mal, was passiert, wenn die über so eine Metallplatte läuft jetzt das erste Mal. Oh. What? Wow. Ich kam wirklich nicht vom Fleck. Did you see this? Tja, da guckst du, ne? Ich hab da festgeklebt, als würde mich jemand festhalten. Das ist eine Mischung aus Schuh und Magnet. This is, yeah. Und dann war es mir klar. Magnetschuh. They're magnets, aren't they? They're magnets. Yes. Ich hatte zum allerersten Mal in meinem Leben Magnetschuhe an. I'm like a superhero. Woo! How can I walk again? So switch here. So off here now. No electricity. Now you can oh, walk. You just walk, and then you're like. Dann habe ich total Lust bekommen, die Schuhe auszuprobieren. Wann hat man denn Magnetschuhe an? Ich bin immer wieder begeistert von Ideen, die du so ja? hast. Ja. Hi, es sind nur Magnetschuhe. Dann habe ich mich einfach mal so an eine Mülltonne gehängt. There we go. An ein Tor gehängt. Entschuldigung. Eine Frage habe ich. Bitte? Wenn das funktioniert, kann ich da investieren? Klar. Ja, gut, danke. Oh Gott. So einen Hammer habe ich mir dran gehängt, einen Schraubenschlüssel, eine Kette. It's amazing. Wait, I have an idea. That's fun. Aber was genau ich damit machen sollte, wusste ich immer noch nicht. Was this my challenge? Oh, am I gonna like stick to things? Kind of. Und dann meinte er, jetzt geht's zur Gondelstation. Wir sind so einen kleinen Berg hinauf. Wir standen plötzlich auf einer Hebebühne, sind nach oben gefahren. Steffi, you know what's above here? Wir standen direkt unter einer riesigen Gondel. It's a fucking gondola. Ja, yeah, bravo. It's a gondola. Yeah. Und dann hat mir Urs gesagt, was meine Aufgabe ist. So, in order for you to get your country point, yeah, you must test these shoes under extreme conditions. Okay. First test. We must test the magnetism of the shoes. So, we do this with your body weight. Shoes will be here. Your head will be here. Okay? Die Aufgabe war, ich werde mit meinen Magnetschuhen an der Gondel befestigt. So. Wait, okay. No, no. Kopf über. I hang with my shoes here. My head is down here. And what is happening then? So your shoes will be here. And we glide up, like, just glide up here. It'll be awesome. I go all the way up there. Yes. Und ich hänge dann nur noch an den Magnetschuhen an dieser Gondel. Oh Gott, I'm gonna throw up. Ich müsste diesen Magnetschuhen also komplett vertrauen. Das war also dieser Test. Kann ich ganz kurz die logische Nachfrage stellen, das ist vorher nicht so ausprobiert worden? Nee, nee, gar nicht. Prototyp. Ja. Gar nicht. Alter. This is functional test number one. So, now functional test number two. Das war natürlich nicht die ganze Aufgabe. We need to test the cantillation switch here. Functional test number two.
Flick here, you drop. What? Ich soll den Hebel an meinem Handgelenk lösen und 100 Meter in den Abgrund fallen. And then I die, or what? No. We are just not so inhuman as that. You are attached, to a bungee rope. A bungee rope. Yeah. Das war meine Aufgabe. In order to obtain the country point, you yourself must press this to release yourself. Als ich das gehört habe, ist mir das Herz in die Hose gerutscht. Nicht nur kopfüber an der Gondel hängen, sondern auch in Bungee-Seil springen. I can't even do a headstand or a handstand. I never did this. I was never head down. Ist das überhaupt möglich? Ist das gesund? Werde ich ohnmächtig? How long can a person even hang head down? These yogis in India, they do these handstands for many hours. You'd be very good. Dann dachte ich, ich kann jederzeit abbrechen. Okay. Yeah. Ich versuch's einfach. Okay, let's just try it. Let's just try it. I mean, what? Awesome. Es geht um diese einzigartige Erfahrung. Ich kann das gar nicht anders beschreiben. Es war wirklich einfach etwas, was mein Leben für immer prägen wird. Das wusste ich ganz genau. Und wenn ich das schaffe, bin ich stolz auf mich. Forever. Hast du auch wirklich durchdacht, was passiert, wenn die mit 50 Kilo schweren Schuhen dann auf einmal einen Bungee-Jump machen muss? Weiß ich doch nicht. Ich muss das halt ausprobieren. Frag mir doch keine Löcher im Bauch hier. Just watch my boots, please. I am watching your beautiful boots. Normalerweise, wenn ich ein Shooting habe, sind alle Menschen immer gut drauf. Und eine Person sagt mir immer, wie toll ich aussehe. Und das gibt einem immer so einen Selbstbewusstseinsboost. Aber dann stand ich da und alle haben eigentlich wirklich nur voller Angst auf mich gestarrt. Und dann, ja, wusste ich, jetzt wird das richtig ernst. What the hell am I doing? Ja, und dann wurde ich mit diesen wunderbaren Magnetschuhen an die Gondel gehängt. Und dann hang ich wirklich nur noch an so ein paar Sicherungsseilen. Oh Gott, mein Kopf. Und schon nach der ersten Minute sind mir die Füße eingeschlafen und ich hatte so einen Druck in den Augen. Dafür? Ja. Also ich habe gemerkt, dass der menschliche Körper nicht dafür gemacht ist. Los! Let's do this now, bevor ich sterbe. Und ich habe dann auch echt gemerkt, es muss jetzt schnell gehen. Oh, let's go. Oh. Und ich war dann alleine. Ging's los und die Gondel ist losgefahren. Okay. Das ist echt unangenehm, Leute. Oh Gott. Die ersten paar Minuten konnte ich nur an meinen Kopf denken. Ich glaube, meine Augen platzen gleich. Meine Augen haben sich angefühlt, als würden sie aus meinem Schädel rausploppen. Oh Gott. Oh, meine Beine tun weh. Mein einziger Gedanke war, ich will, dass es einfach nur so schnell wie möglich zu Ende geht. Was mache ich hier eigentlich? Wieso mache ich diese Kacke? Duffy, are you enjoying the view? Oh, fuck, yo! Und ich habe so nach unten geguckt und plötzlich unter mir ein Gletscher. Ah, du Scheiße. Aber wirklich so fucking weit unter mir. Ach du Scheiße. 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 Diese Höhe, das war ekelhaft. Ey, jetzt hängt die da, muss in diese Schluchten da reingucken. Was sind das denn? 250 Meter hängt die da über dem Grund. Ich mach das nicht. Ich mach das nicht. Und dann habe ich gemerkt, die Gondel wird jetzt immer langsamer. Oh mein Gott, nein. Hier? Das ist der Punkt? Hier soll ich runter? Nee. Und dann kam der Moment, wo die Schuhe wirklich getestet werden. Denn dann wurden die Sicherheitsseile gelöst. Duffy, you have to trust the shoes, okay? Fuck off. Now, this is really important. This is for science, okay? Fuck Full off. Trust in the shoes. Shut up! Ich
hing nur noch an diesen fucking Magnetschuhen. Ja, guck mal, die Magnetschuhe, die haben schon geklappt. Mhm. Hätte so nicht gedacht. Ist das hoch? Bleiben wir hoffnungsvoll. Toi, toi, toi. Unter mir 200 Meter gar nichts. Ich hänge jetzt nur an diesen fucking Magnetschuhen. Das kann ich gar nicht glauben. An diesen scheiß Magnetschuhen. Es war der absolute Horror. Gott, 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 Gott. Dann hieß es, okay, jetzt musst du den Schalter umlegen. Ich weiß nicht, ob ich den Knopf drücken kann. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Oh Gott. Im Leben könnte ich diesen Knopf nicht drücken. Ach, wenn ihr mal alle habt, ey. Ich hatte wie so eine Blockade. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mir ist ganz, ganz komisch. Mein Kopf wusste ganz genau, wenn ich das Ding jetzt umklappe, falle ich nach unten. Ich kann's nicht. Ich kann's nicht. Das ist echt krass. Und es ging nicht. Oh Gott, ich kann's nicht. Ich kann's nicht. Ich hing da und hab geatmet. Okay, ich mach's jetzt. Ich mach's jetzt. I can't do it! I can't! Es geht nicht, es geht nicht, es geht nicht. Und dann kam mir auch wirklich dieser Gedanke in meinen Kopf, vielleicht muss ich jetzt einfach das Zauberwort sagen. Abbruch. Uff. Ich hab gesagt, ich schaff das nicht. Und dann hat einer der Sicherheitsmänner gesagt, ich zähle jetzt mit dir runter. Komm, wir zählen zusammen. Ich kann's nicht. Und auf null drückst du diesen fucking Knopf. Bei null, okay. Okay. Also ich konnte gar nicht darüber nachdenken. Drei, zwei, eins. Und bei null? Habe ich einfach drauf gedrückt. Es war, als wäre ich ein Vogel, der durch die Luft gleitet. Und es war eigentlich das geilste Gefühl ever. Und ich merke, das Bungee-Seil spannt sich wieder auf. Und plötzlich fing ich an, mich zu drehen. Und ich musste meine Augen schließen, ansonsten hätte ich mich fast übergeben. Fix und fertig. Ich weiß, ich auch irgendwie. Aber ich bin auch wahnsinnig froh, dass sie noch lebt. Oh. Oh. Ich habe mich so erleichtert gefühlt. Oh. Oh Gott. Und dann kam einer der Sicherheitsmänner und das Erste, was ich gemacht habe, ich habe ihn so richtig schön ins Gesicht gerüpft. Oh Gott, Entschuldigung, jetzt kommt mir alles hoch. Und alle haben sich gefreut für mich und alle haben geklatscht und ich habe mich auch gefreut und es war einfach so, ich habe mich gefühlt wie der King. Great work, really well done, very well deserved point. Und dann habe ich wieder diesen Schmerz gespürt, mein ganzer Körper hat wehgetan, an der Hüfte, alles. Aber ich habe mich immer nur gefeiert. Das war echt der schönste Moment in meinem Leben. Wirklich, so weit würde ich gehen.